je stärker ich das wirklich radikalisiere oder sehr, sehr extreme Ernährungsform durchführe, desto größer ist natürlich das Risiko für irgendwie Nährstoffdefizite oder eben auch insgesamt, ne, für die Gesundheit. Wer gesund essen möchte, stößt irgendwann unweigerlich auf das Konzept der sauberen Ernährung, also den Verzicht auf verarbeitete Lebensmittel. Der populärste Vertreter ist wohl das Clean Eating. Aber es gibt aus der Richtung auch radikalere Trends wie die Rohkosternährung, die basische Ernährung und nicht zu vergessen die Paleo-Diät. Alle von ihnen versprechen, besonders gesund zu sein. Aber stimmt das wirklich? Und inwiefern eignen sie sich für uns LäuferInnen? All diese Fragen beantwortet uns in dieser Folge Ernährungswissenschaftlerin Antje Gahl. Sie ist Pressesprecherin der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, kurz DGE, und selbst begeisterte Ausdauersportlerin. Im Gespräch gibt sie uns ihre fachliche Einschätzung zu den genannten Ernährungsformen und verrät uns, wo die gesunde, natürliche Ernährung aufhört und das riskante Essverhalten anfängt. Stichwort Mangelernährung. Ich bin Elliot von Achilles Running und jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo Antje, willkommen hier bei uns bei Achilles Running. Freut mich, dich heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, hallo Elliot. Ich freue mich auch, mit euch zusammen und dir zusammen ein Gespräch zu führen. Das Thema Ernährung ist ja immer super interessant für alle, von daher. Oh ja. Ja, ich glaube auch. Ich freue mich schon sehr aufs Gespräch auf jeden Fall. Ich glaube, unsere HörerInnen haben auch richtig Lust auf das Thema. Ist ja auf jeden Fall super relevant. Du sitzt gerade in Bonn, oder? Ja, habe genau. Ich dich da richtig erwischt. Ja, ja. Okay. Ist das Wetter bei euch auch so verregnet wie bei uns in Berlin? Nein, ich glaube, heute haben wir einen ehemaligen Hauptstadtvorteil. Wir haben schönes Wetter und ja, also es ist trocken und sieht ganz gut aus. Also von daher ein bisschen Sonne im Herzen heute. Ja, bin ganz neidisch. Freue mich schon nicht besonders auf die Laufeinheit bei mir später, weil bei uns wirklich es sehr doll regnet. Aber muss sein. Und umso mehr freue ich mich auf das Gespräch jetzt. Das ist nicht ganz so grau, sondern super spannend. Du hast ja schon angesprochen, es geht in dem Fall um eine Ernährungsform, die eigentlich ungebrochen im Trend liegt, würde ich sagen, aber uns in ganz unterschiedlichen Formen ja begegnet. Und da werden wir gleich auch nochmal auf die populärsten dieser Form eingehen. Mhm. Aber im Grunde verbindet sie ja alle eins. Und zwar das Ziel, sich möglichst nur von natürlichen, möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln zu ernähren. Und eigentlich ist das ja erstmal was total Positives, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir empfehlen ja auch insgesamt eine pflanzenbetonte Ernährung und sagen auch, esst möglichst viele unverarbeitete Lebensmittel. Klar, das macht ein bisschen mehr Arbeit sozusagen, ne? Also wir haben ja auch ganz viel so Convenience-Lebensmittel, also Fertiglebensmittel, die man wunderbar mit essen kann, wo man eben nicht mehr viel machen muss. Aber nicht verarbeitete Lebensmittel, das ist ja alles sowas, was entweder roh oder ohne jegliche weitere Verarbeitung oder Zubereitung verzehrt wird. Ausgenommen jetzt mal waschen, schneiden, schälen und pressen, das müssen wir davon mal ausnehmen. Also und unverarbeitete Lebensmittel sind ja auch sogenannte, sag ich mal, so ein Primärerzeugnis. Also die sind eben keiner Verarbeitung unterzogen. Also ist nicht in Scheiben geschnitten oder sonst irgendwie was. Also ob das jetzt das Getreide, die Getreideflocken sind oder das ganze, die ganze Palette an frischen Obst und Gemüse oder Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, unverarbeitetes Fleisch und sowas ist natürlich Milch, zählt natürlich auch noch dazu. Ja. Auch wir sagen auch Naturjoghurt sozusagen. Ja, es ist ein fermentiertes Lebensmittel, aber in der Hinsicht trotzdem unverarbeitet. Ne? Ah, okay. Also Naturjoghurt wäre dann tatsächlich kein verarbeitetes Lebensmittel? In dem Sinne wenig verarbeitet sozusagen. Also da sind die Grenzen wirklich sehr schwierig, also ne, sehr schwierig zu fassen. Ich meine natürlich, wenn du jetzt auch sagst, bei Obst und Gemüse ist es ja auch so, nimmst du das Tiefgekühlte, ist es auch eine Verarbeitung, aber es ist halt, letztendlich nur im rohen Zustand tiefgefroren. Also da wird nichts groß dabei gegeben und von daher ist das immer so ein bisschen, ja, wo wir sagen, es ist auch möglichst oder relativ natürlich oder recht wenig verarbeitet. Ne? Ja,
Ja, das finde ich auch ganz spannend. Ich glaube, wenn viele Leute das Wort unverarbeitet hören, denken sie vielleicht erstmal auch wirklich nur an so Konserven, ne? Sowas, was man halt kennt, eigentlich Lebensmittel, die Konservierungsstoffe auch beinhalten. Aber tatsächlich fällt ja auch wirklich alle verarbeiteten Getreideprodukte fallen darunter. Wirklich auch sowas wie ne Wurst, obwohl das auch im Endeffekt Fleisch ist. Mhm. Oft fällt ja auch sowas wie Tofu oder Tempeh und so mit runter. Obwohl es da auch große Unterschiede ja eigentlich gibt in der vielleicht Wertigkeit des Lebensmittels. Also wenn man jetzt ein Tofu mit vielleicht einer sehr fettreichen Wurst vergleicht, da gibt es ja eigentlich auch vielleicht Qualitätsunterschiede, aber trotzdem fällt es unter den Begriff verarbeitete Lebensmittel. Genau. Ja, vielleicht sagen wir einfach so, also unverarbeitet oder natürliche Lebensmittel oder minimal verarbeitet, dass man dann so, da bist du aber ne wirklich, also das Getreide an sich ne ist ja auch, das ist auch gereinigt, gewaschen oder sowas, aber ne in der Hinsicht die Getreidekörner oder sowas. Ne. Deshalb habe ich gesagt, waschen, schälen, schneiden und sowas müsste man jetzt mal ausnehmen. Ne? Also, oder bei den Hülsenfrüchten hast du ja auch häufig, wenn wir jetzt die Linsen oder Bohnen oder sowas getrocknet. Ja, die sind dann in der Sonne getrocknet, ne? Also, aber sind trotzdem noch recht ne? natürlich. Das wollte ich damit einfach nur sagen. Ja. Und gibt es da eigentlich klare wissenschaftliche Erkenntnisse oder Studien zu dem Thema? Also sind die Vorteile von einer unverarbeiteten Ernährung bewiesen? Also das ist sehr schwer, das wirklich so dezidiert zu sagen, dass man jetzt sagt, so wenn du dich mit nur unverarbeiteten Lebensmitteln ernährst, dann bist du auf jeden Fall safe. Das kann man so nicht sagen. Ernährung ist so komplex. Also es ist natürlich auch noch abhängig davon, bewegst du dich oder ne, was gehört sonst noch zu unserem Lebensstil dazu. Ne? Nicht nur die Ernährung allein, aber es gibt natürlich schon Studien, wo wir sagen, ja, oder welche gesundheitlichen Probleme können jetzt zum Beispiel durch den Konsum von stark verarbeiteten Lebensmitteln auftreten. Da gab es ja in letzter Zeit auch sehr viele Veröffentlichungen dazu. Und da hat man festgestellt, also wenn Menschen wirklich sehr viele dieser hochverarbeiteten oder stark verarbeiteten Lebensmitteln, über 50% sich damit ernähren, kann eben das Risiko zum Beispiel für einen Diabetes, einen Alterszucker oder auch für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch für Darmkrebs und auch die Sterblichkeit zum Beispiel kann das erhöht sein, also das Risiko erhöht sein. Mhm. Und es ist auch so, dass zum Beispiel durch verarbeitetes Fleisch, zuckergesüßte Getränke dann eben auch sich ne, zusätzlich das Risiko erhöhen kann. Mhm. Also von daher in der Hinsicht schon. Es ist aber auch meistens in Kombination, dass dann eine erhöhte Energieaufnahme noch mit da reinspielt, dass man sagt, so je nachdem, wie viel stark verarbeitete Lebensmittel habe ich gegessen. Und wenn das alles unverarbeitet ist, kommt es ja auch drauf an. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Linsen in wahnsinnig viel Fett oder sowas brate oder zubereite, ist das ja auch, ne, kommt das ja auch, spielt Total. Das ja auch mit rein. Also die Zubereitung macht es natürlich auch. Ne? Da kann ich das unverarbeitete Lebensmittel dann dadurch die Zubereitung, das sollte ich ja auch möglichst schonend machen, schonend garen und zubereiten. Das spielt eben auch eine Rolle. Ja, auf jeden Fall. Von daher ist das nicht so eindeutig, ne, zu sagen, dass ich sage, so, wenn du dich, ne, aber ein hoher Anteil an unverarbeiteten Lebensmitteln oder auch wirklich so eine pflanzenbasierte Kost ist schon positiv für die Gesundheit. Das lässt sich feststellen, dass man sagt, weniger Risiko für Bluthochdruck oder eben auch andere zivilisationsbedingte Erkrankungen für Übergewicht oder sowas. Und weiß man dann auch, um welche Stoffe genau es sich dann handelt, die vielleicht sich so negativ auswirken? Weil das zum Beispiel der Zucker oft in verarbeiteten Lebensmitteln ein Problem ist. Ich glaube, darüber sind sich die meisten bewusst. Haben dann auch so Konservierungsstoffe und so selbst eigentlich eine Auswirkung oder ist das noch gar nicht so sehr erforscht? Das ist noch gar nicht so sehr erforscht. Also sagen so Konservierungsstoffe, Aromastoffe, alles Zusatzstoffe, die ja laut Lebensmittelgesetz halt auch ne, oder zugelassen sind, alles was zugelassen ist, muss sicher sein. Also von daher ist es auf jeden Fall nicht so, dass es, sagen wir mal, giftig ist oder sonst irgendwie. Aber inwieweit diese Komplexität oder wenn ich sehr viele, ob das Lebensmittel aufnehme, die stark verarbeitet sind, ob das jetzt daran alleine liegt, dass es Konservierungsstoffe sind oder Zusatzstoffe, das können wir so nicht aus den Studien herauslesen, sondern wirklich nur, meistens ist es so, dass ich mit einem verarbeiteten Lebensmittel eben, dass das eben häufig einen höheren Gehalt an Zucker, Fett oder
oder eben auch Energie hat, ne? Dass es häufig hochverarbeitete und auch energiereiche Lebensmittel sind. Und letztendlich dann das da reinspielt, dass dann eben eine ungünstige Fettzusammensetzung oder doch zu viel Zucker oder doch eben zu kalorienreich. Und wenn ich das dann potenziert esse, sich dann eben auswirkt auf mein Gewicht. Aber ob es dann allein, ne, allein an den Zusatzstoffen können wir es oder Konservierungsstoffen können wir es nicht festmachen. Okay. Und du beschäftigst dich ja, ja viel mit Ernährung. Hast du da den Eindruck, dass dieser Trend zum natürlich essen wollen ja in letzter Zeit zugenommen hat? Hat sich das irgendwie verändert? Also hast du da irgendwie Beobachtungen gemacht? Ja, wir beobachten natürlich schon, einerseits geht es ja auch in Richtung pflanzliche Ernährung, ob es jetzt mehr Vegetarier, mehr Veganer sind, wo ich sage, eine, sag ich mal, übliche vegetarische Kost ist natürlich enthält viele pflanzliche Lebensmittel. Aber auch da ist manchmal auch die Schwierigkeit zu sagen, so, dann haben wir ganz viele Fleischersatzprodukte oder ne, vegetarische Fertiggerichte. Also da muss man eben auch gucken. Also ich sage, der Trend, ja, zu viel natürlicher Kost ist da und auch zu vegetarischer Ernährung. Aber dann teilweise eben auch mit sehr vielen Lebensmitteln, klar, die dann angeboten werden, so ne, Fleischersatzprodukte, die dann schon wieder sehr stark verarbeitet sind. Also da muss man auch immer so ein bisschen abwägen. Aber auch dieser andere Trend, was du vielleicht auch meinst, dieses natürliche Essen, so dieses Clean Eating zum Beispiel, ne, was also wirklich auch in Blogs und Foren oder so meistens von auch jüngeren Frauen betrieben wird, die so eigene Erfahrungen, Rezepte und Tipps präsentieren. Das kommt halt auch häufig, ne? Dass man immer so, das hat immer mehr so an Bedeutung gewonnen. Oder da, sage ich mal so, da springen halt viele drauf auf, ne? Dass sie sagen, oh, natürlich essen, Verzicht auf Fertigprodukte, das steht im Mittelpunkt. Und wer sich selbst und der Umwelt da was Gutes tun möchte, der fängt dann an, sozusagen Clean Eating zu machen, also zu sagen, ich verzichte auf möglichst viele Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe etc. Das steht da auch im Fokus, dass man sagt, so Clean Eating Fans, nur Produkte mit maximal 5 Zutaten oder sowas sind clean, ne? So zum Beispiel, solche Vorgaben oder sowas gibt es, ne? Ja. Ja, oder saubere Ernährung, sagt man. Aber das ist auch nichts Neues. Es geht letztendlich um eine ausgewogene, eine gesunde Ernährung mit möglichst vielen natürlichen Lebensmitteln, ohne Fertigprodukte. Und auch Süßigkeiten und Fastfood gehören bei den Clean Eatern ja auch nicht so zwingend auf den Speiseplan. Also so ein bisschen ist es auch so wie bei uns diese gute alte, was heißt gute alte, aber so die Mischkost, die wir empfehlen, wo wir auch sagen, ne, viel Gemüse, viel Obst, viel Vollkornprodukte, wenig Süßigkeiten, kein Alkohol, trifft es auch so ein bisschen in der Richtung. Das stimmt, klar. Also Alkohol ist ja auch in vielen dieser Ernährungsformen dann ein Tabu, ne? Süßigkeiten auf jeden Fall. Also du hast ja schon gesagt, irgendwie aus diesem Wunsch, sich natürlich zu ernähren, sind auch so richtige Konzepte entstanden, also aus richtigen Diäten und Ernährungsweisen. Clean Eating ist ja natürlich eins davon. Dann haben wir auch sowas wie Paleo und Rohkost und so, darauf werden wir ja später noch ein bisschen eingehen. Kann man denn allgemein sagen, ob eine ja vollumfängliche Nährstoffversorgung mit diesen Konzepten allgemein möglich ist? Weil manche davon sind ja ein bisschen radikaler, sage ich jetzt mal, als andere. Ja, also es kommt wirklich darauf an, wie eingeschränkt die Lebensmittelauswahl ist. Eine pauschale Aussage ist schwer, aber mit den vielen Konzepten lässt sich schon eine ausgewogene Ernährung oder auch die Nährstoffversorgung erreichen. Also beim Clean Eating, wo wir jetzt sind zum Beispiel, auf jeden Fall, sobald du sagst so, also gut, wenn du jetzt nur auf industriell hergestellte Lebensmittel wie Convenience-Produkte oder Süßigkeiten oder Weißmehlprodukte oder manche sagen ja auch so, ja, Weizen, glutenhaltige Lebensmittel, Geschmacksverstärker, auf sowas verzichtest du. Aber ansonsten ist ja alles erlaubt. Obst, Gemüse, Pilze, Hülsenfrüchte, die ganzen Vollkorngetreide oder auch Milchprodukte, Eier, pflanzliche Öle, auch Fleisch und dann die ganzen Superfoods oder so. Und das ist ja total vielseitig und abwechslungsreich. Und je abwechslungsreicher und je mehr verschiedene Lebensmittel du auswählst, desto höher ist ja auch sozusagen das Nährstoffspektrum. Und von daher ist das eben durchaus möglich, dass du dich eben zum Beispiel bei Clean Eating auf jeden Fall also alle Nährstoffe erreichen kannst. Okay, also bei Clean Eating wäre es jetzt zum Beispiel noch möglich. Mhm. Bei den anderen sehen wir dann ja vielleicht, ob das irgendwie mehr einschränkt als andere Ernährungsformen. Vielleicht auch nochmal an der Stelle ein bisschen was zum einen kleinen Bogen zum Thema Sport.
Gibt es da Studien, die irgendwie belegen, dass vielleicht auch gerade für die sportliche Performance das Weglassen von verarbeiteten Produkten Vorteil haben kann oder ja, die Performance halt steigert? Haben wir so keine direkten Studien. Also es ist natürlich, sagen wir so, Ernährung jetzt zum Beispiel für Ausdauersportler oder Läufer, adäquate Zufuhr, also das A und O ist zentral, ist Flüssigkeit, darauf kommt es an, also wirklich einen ausgeglichenen Flüssigkeitshaushalt. Mhm. Kohlenhydrate stehen natürlich im Vordergrund, aber wir haben jetzt keine Belege dafür, dass man jetzt sagt, so mit Clean Eating kannst du das jetzt besser machen. Der Effekt ist meistens so von wegen, bei Clean Eating ist auch sehr viel Gemüse, Obst, Vollkorngetreide, das sind eben auch kohlenhydratreiche Lebensmittel, und die stellen ja auch die Energie am schnellsten bereit, und das kannst du eben, kannst du dich halt auch, sage ich mal so, in dem Bereich entsprechend Leistung zeigen. Und von daher ist das durchaus in der Hinsicht positiv. Und jetzt sag mal so, ja, also wenn es darauf ankommt, eben die Kohlenhydrate auch auszuwählen und zu sagen, so, ich esse auch die Haferflocken, ich esse das Getreide. Aber ob ich jetzt zum Beispiel das Gluten weglasse oder so, das hat so an sich keinen Einfluss, zumindest nicht für den gesunden Menschen. Ne? Also klar, für Menschen mit einer Weizenunverträglichkeit oder die wirklich die Zöliakie haben, da ist es natürlich lebensnotwendig, dass sie diese, den Weizen zum Beispiel oder solche Produkte weglassen. Aber für einen gesunden Menschen spielt das in der Hinsicht keine Rolle. Auch schon mal wichtig, dass du das an der Stelle sagst, weil man hört ja auch immer mehr eigentlich tatsächlich wirklich diesen Trend, dass Leute einfach so auf Gluten verzichten, weil es wohl positive Effekte haben soll, ohne dass sie einer Intoleranz oder Unverträglichkeit leiden. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie gesichertes wissenschaftliches Material, das darauf hindeuten würde, oder? Nein, das nicht. Also der Effekt sozusagen oder das Prinzip ist dann meistens, dass die Leute sagen, ich meide die glutenhaltigen Lebensmittel, und damit meiden sie eigentlich sozusagen die Weißmehlprodukte in erster Linie auch. Also natürlich Weizen, aber viele Weißmehlprodukte werden eben aus Weizen hergestellt. Ne? So ein normales Brötchen und Weißbrot und sowas. Und wenn man das meidet sozusagen, ne, du sagst, ich esse diese glutenhaltigen Lebensmittel nicht, dann beziehungsweise kein Weißmehlbrötchen oder sonst irgendwie, dann hast du darauf eben automatisch auch schon verzichtet. Ja. Also von daher, ich muss dann aber nicht unbedingt speziell, die sind ja auch relativ teuer, Gluten. Also wenn ich jetzt wirklich spezielle glutenfreie Lebensmittel kaufe, die auch vom Geschmack her jetzt eigentlich nicht immer so toll sind, muss ich als gesunder Mensch nicht weglassen. Also wirklich der Effekt ist eher, verzichte eher auf das Weißbrot sozusagen, wähle eher die Vollkornprodukte oder auch, muss ja nicht immer das volle Korn sein. Es kann auch ein ausgemahlenes Roggenbrot oder sonst irgendwie was sein oder Roggengetreide sein. Es muss dann. Okay. Und, gibt es theoretisch auch oder könnte es auch theoretisch negative Auswirkungen geben, jetzt speziell beim Clean Eating? Also gibt es da vielleicht Personen, für die sich das gar nicht eignet, diese Ernährungsart? Also eigentlich nicht. Also Clean Eating entspricht im Prinzip den Empfehlungen der ausgewogenen Mischkost, so wie wir sie bisher empfohlen haben, auch bei der DGE. Jetzt nennen wir es nicht mehr unbedingt ausgewogene Mischkost oder sagen, es ist eine pflanzenbetonte Ernährung. Und das ist beim Clean Eating jetzt nicht immer der Fall. Ich kann ja auch Fleisch essen, aber wer viele naturbelassene Lebensmittel bevorzugt, auf die Qualität achtet, seine Mahlzeiten selbst zubereitet, der hat es natürlich auch viel mehr in der Hand oder auch den Überblick, was tue ich denn da rein? Kaufe ich ein fertiges Lebensmittel? Klar, gucke ich vielleicht mal auf die Zutatenliste, sehe aber gar nicht so genau, da ist aber total viel Fett drin oder total viel Zucker. Wenn ich es aber gerade selber zubereite, habe ich es ja in der Hand. Wie viel Zucker tue ich rein? Mache ich meine Salatsauce jetzt noch mit Zucker oder verzichte ich drauf? Ne? Also der tut sich mit Sicherheit etwas Gutes. Und was einschränkend zu sagen wäre, ist, wenn jetzt einer Clean Eating betreibt und sagt so, ich schränke meine Lebensmittelauswahl ganz drastisch ein. Also je mehr die eingeschränkt ist, das wäre jetzt nicht so gut. Aber viele machen ja so, also bei Clean Eating ist ja so ein bisschen täglich frühstücken, dagegen haben wir nichts. Achte auf die komplexen Kohlenhydrate, also wirklich so, also nicht den Zucker und die Weißmehlprodukte, und setz eher auf die fettärmeren Eiweißquellen, verzehr gesunde Fette, trink ausreichend Wasser, isst viel Gemüse, Obst oder mach dieses Meal Prepping zum Beispiel für den Arbeitsplatz. Ne? Sowas ist ja auch so ein bisschen in die Richtung. Klar, wie ich schon eingangs gesagt habe, es braucht auch immer so ein bisschen Zeit. Wer die nicht hat,
Klar kann ich dann eben auch ein verarbeitetes Lebensmittel kaufen. Ne? Aber wenn ich sage, so Meal Prepping mache ich oder ich wähle auch möglichst ungesüßte Getränke, ne? Dass das so da nicht so zuckerhaltig ist, vermeide Zusatzstoffe oder ich verzichte auch auf Süßungsmittel. Und ich esse keine Diätprodukte, esse mehrere Mahlzeiten über den Tag verteilt und trinke wenig Alkohol. Ja. Also das ist bei Clean Eating, aber das ist auch eine Empfehlung für eine ausgewogene, gesunde Ernährung allgemein. Von daher kann ich da so in der Hinsicht nichts falsch machen. Und ja. Okay, also dafür gibt es eigentlich im Großen und Ganzen ein Go. Also keine Ernährungsform, die per se zu vielleicht auch Mangelerscheinungen oder so führt, Nein, wenn man es richtig macht. Genau, es eignet sich immer für alle Personen, die sich ausgewogen mit viel Obst und Gemüse ernähren, die keine Kalorienbomben wollen sozusagen. Und wenn man sich vegan oder vegetarisch in dem Bereich ernähren will, dann ist man meistens ja auch, oder da muss man eben ein paar Dinge beachten und ist auch informiert. Das stellt aber auch in dem Sinne kein Problem dar. Ne? Man muss einfach sozusagen dann gucken, die Komplikationen, die mit einem bestimmten Ernährungsstil einhergehen oder wo man sagt, so, da fehlen mir Nährstoffe, die muss ich durch andere Sachen ausgleichen, kann ich auch mit Clean Eating machen. Also von daher es gibt jetzt in der Hinsicht keine wissenschaftliche Evidenz für diese Ernährungsweise, sodass man sagt, da findet sich auch die ein oder andere schiefe Aussage, weil ich sag mal so, der Clean Eater an sich ist so nicht definiert, auch nicht in Studien, ne? Aber trotzdem, es gibt also diese vollmundigen Versprechen, so du kriegst hast weniger Gewicht, hast weniger Kopfschmerzen. Kann daran liegen, dass die Ernährung ausgewogener ist, kann auch daran liegen, dass ich wenig Alkohol trinke oder aber diese speziellen wissenschaftlichen Belege dafür, so haben wir dafür nicht, ne? Dass man sagt, oder du kriegst keinen Blähbau und bist besser konzentriert, sind viele versprochene Effekte, die aber wahrscheinlich daraus resultieren, dass man sich insgesamt einfach ausgewogener ernährt und so ein bisschen drauf achtet, ne? Nicht viel Alkohol zu trinken, wenig Zucker zu verzehren. Ja, ich glaube, vielleicht ein Punkt, der wahrscheinlich aber auch noch ein bisschen relevanter wird bei den anderen Ernährungsformen, die wir uns angucken, ist halt die Möglichkeit, dass man sich da vielleicht in ein essgestörtes Verhalten bringt, sobald man sehr restriktiv arbeitet. Das ist wahrscheinlich eine Gefahr, die man zumindest auf dem Schirm haben müsste, wenn man sich mit so überhaupt klar definierten Ernährungsformen vielleicht beschäftigt, oder? Ja. Das kann ich also durchaus bestätigen. Gut, dass du das sagst, anknochen wir. Es ist tatsächlich so. Ich meine, ich kann die natürlichste Ernährungsform, wie auch immer ausgeprägt, jetzt ob hier Rohkost oder Paleo, was wir auch immer tun. Entscheidend ist wirklich, es sollte nicht sehr einseitig werden. Es sollte nicht so radikal sein. Also je stärker ich das wirklich radikalisiere oder sehr, sehr extreme Ernährungsform durchführe, desto größer ist natürlich das Risiko für irgendwie Nährstoffdefizite oder eben auch insgesamt für die Gesundheit von den Auswirkungen her, auch bei Flüssigkeit oder so, nicht ausreichende Flüssigkeitszufuhr, nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt, zum Beispiel auch Proteinen oder Fetten oder Kohlenhydraten. Deshalb stimmt. Also nicht zu extrem werden. Also man kann das gerne durchführen, gerade bei Clean Eating kein Problem. Okay. Ja, apropos Extremer, dann gehen wir gerne mal zum Thema Rohkost. Das ist ja auch eine Ernährungsform, die es jetzt schon länger gibt. Mhm. Eigentlich wird dabei alles Rohe darf verzehrt werden, ist ja so ein bisschen die Devise. Also rohes Obst, viel Gemüse und natürlich Nüsse gehen, theoretisch auch rohes Fleisch. Ich glaube, bis zu 42 Grad darf alles erhitzt werden. Ich weiß nicht genau, wie jetzt diese spezielle Zahl zustande kam, aber gekocht darf auf jeden Fall nicht werden. Vielleicht erstmal so deine grobe Einschätzung dazu. Ja, vielleicht direkt zu den 42 Grad. Das kommt daher, dass bis 42 Grad die Proteine, also das Eiweiß sozusagen, verändert sich. Ne? Dann kommst du in den Bereich der Erhitzung und ab 42 Grad sagt man so, die Wissenschaftler sagen, da denaturieren die Proteine. Das heißt, ihre Struktur verändert sich durch das Erhitzen. Und das ist zu einer Körpertemperatur von, ist ja üblicherweise über 40 Stimmt. Grad normalerweise nicht. Und ab 41, 42 Grad fängt dieser Prozess an. Und dann hast du eben eine Veränderung. Und dann ist es nicht mehr roh. So, okay. Daher kommt das also, die 42 Grad. Gut, aber um zur Rohkost zurückzukommen und zu deinen Fragen. Also unerhitzte Frischkost oder Rohkost, hat viele Vorteile. Es liefert auch viele sekundäre Pflanzenstoffe, die ja vor allem in Obst und Gemüse enthalten sind.
einen hohen Ballaststoffgehalt. Du hast natürlich weniger Vitaminverluste durch die Hitzeeinwirkung, weil einige Vitamine sind eben hitzeempfindlich. Und meistens ist auch so, dass so eine Rohkosternährung wirklich einen geringeren Energiegehalt hat im Vergleich zu anderen Ernährungsweisen. Aber was total gut ist, das Sättigungsgefühl, weil du ganz viel Ballaststoffe aufnimmst und hast dann halt eine gute Magenfüllung und ne, bist gut gesättigt sozusagen und brauchst dann auch gar nicht so viel, dass du sagst, oh, jetzt brauche ich aber noch irgendwie was zum Knabbern. Oder so. Okay. Und es hat auch positive Auswirkungen auf Zähne, Zahnfleisch und die Verdauung. Also dieses gründliche Kauen und Einspeicheln der Nahrung ist es natürlich auch so, wir schlucken nicht einfach nur so einen Smoothie oder einen, weiß ich nicht, einen fertigen Drink runter, was ja auch ganz viel jetzt im Sport ja auch immer so sehr, sehr en vogue ist. Ne? Und von daher hast du mit der Rohkost viele Nährstoffe, wenig Kalorien und der Effekt kann sein, oh, hilft auch beim Abnehmen, weil du einfach viel weniger Klar. Energie aufnimmst. Ne? Ja, das ist vielleicht auch an der Stelle gegenteilig eventuell für SportlerInnen, weil natürlich wir ja auch nicht oft, also häufiger das Problem haben, dass wir mehr Energie zu uns nehmen müssen als vielleicht der Standard. Das heißt, wahrscheinlich ist es da dann aber auch leichter, eben ein Kaloriendefizit zu haben, oder? Ja, also da müsste man wirklich drauf achten und auch. Also einerseits, dass man da wirklich nicht in ein Kaloriendefizit kommt, deshalb nur reine Rohkost. Also klar, Vitamine können durch Einwirkung von Hitze, Licht und Luftsauerstoff in unterschiedlichem Maße zerstört werden. Und da musst du auch wegen dieser geringen Stabilität mancher Vitamine müssen wir natürlich bei der Aufbewahrung und Zubereitung von Speisen eben auch mit Verlusten rechnen. Die hast du dann bei der Rohkost nicht. Aber es ist dann aber auch wieder so, dass bei einigen Rohkost, je nachdem, wenn man Getreide isst oder so, dass die entsprechende natürlicherweise Stoffe enthalten, die sozusagen die Absorption vom Darm ins Blut, die Aufnahme der Nährstoffe auch sozusagen blockieren. Mhm. Also von daher kann auch komplett roh auch Nachteile haben. Also so von wegen, ne, es sollen also nicht nur Gemüse und Obst roh verzehrt werden. Also es ist zum Beispiel auch durch das Erhitzen werden andererseits auch Nährstoffe leichter verfügbar. Okay. Also du hast einerseits zwar einen hohen Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen, es gibt aber auch sekundäre Pflanzenstoffe, wie zum Beispiel das Beta-Carotin aus Karotten oder das Lycopin in Tomaten, die also wirklich auch so krebshemmende Eigenschaften haben oder antioxidative Eigenschaften sozusagen, die unseren Körper vor freien Radikalen schützen aus der Umwelt. Da hast du das zum Beispiel durch den Aufschluss der Nahrung einerseits schon durch Zerkleinern, aber eben auch durch zum Beispiel Hitzeeinwirkung sind diese leichter verfügbar. Also okay. Es ist besser, die auch zu verarbeiten oder eben auch mal leicht zu erhitzen. Und es gibt aber auch einige Lebensmittel, nicht jedes Gemüse oder Lebensmittel ist in rohem Zustand genießbar. Du hast eben schon mal das rohe Fleisch angesprochen. Ja, kann man machen, aber bedingt natürlich auch, dass du rohe vom Tier stammende Lebensmittel, die sind auch häufig mit Krankheitserregern belastet. Also ich glaube, es wird niemand auf die Idee kommen, jetzt Hühnchenfleisch oder sollte möglichst nicht Hühnchenfleisch roh zu verzehren. Da wissen ganz viele, dass das eben mit Salmonellen behaftet sein kann. Oder es gibt auch andere, so Listerien, Kolibakterien, Viren, Parasiten, die durch rohes Fleisch übertragen werden. Ich sage jetzt mal so, ein guter, gesunder, konstituierter Mensch, ne? Also wer wirklich gut gesund ist, dem macht das zum Teil nichts. Aber gerade, ne, wir können zum Beispiel auch sowas wie Carpaccio oder sowas essen, also Geflügelfleisch bitte nicht. Und Hackfleisch sollte man möglichst auch nicht, ne, wirklich wenn nur roh, dann ganz frisch verzehren. Und besonders empfindliche Personengruppen, also Kinder oder wenn ich jetzt als Sportler gerade schwanger bin oder sowas, dann bitte sowas auch nicht machen. Also Schwangere sollten dann Stillende auch aufpassen. Mhm. Und Menschen mit geschwächter Immunabwehr. Also da beim rohen Fleisch auch Einschränkungen. Mhm. Und nochmal auf das, ja, entschuldige, du warst auch. Also, ja, ich hatte nur die Zwischenfrage, kann es denn überhaupt auch positive Effekte haben, rohes Fleisch zu essen? Also mir fallen so weiter keine Sachen ein. Also es ist natürlich, das Eiweiß ist genauso verfügbar, als wenn ich es jetzt gekocht habe, die Mineralstoffe. Also Fleisch essen wir ja, oder Fleisch ist ein
ein nährstoffreiches Lebensmittel. Es liefert uns hochwertiges Eiweiß, es liefert uns anderes wie Mineralstoffe, Zink, Eisen, aber auch B-Vitamine. So, die B-Vitamine, klar, die werden durch zubereiten oder durch Kochen in gewisser Hinsicht zerstört. Aber nicht alle, sondern aber einen Teil davon. Aber die Mineralstoffe wie Zink oder auch Eisen, denen macht es nichts. Also von daher ist es da unerheblich, ob du es roh oder gekocht verzehrst. Und um nochmal vielleicht auf das Gemüse zurückzukommen. Nicht jedes Gemüse ist in rohem Zustand genießbar. Also jetzt Kartoffeln, Bohnen, Auberginen, Rhabarber, Holunder sollte ich möglichst jetzt nicht roh verzehren. Also oder auch bei den grünen Bohnen zum Beispiel, die enthalten einen giftigen Stoff, das Fasin, der erst beim Kochen zerstört wird. Oder die Oxalsäure im Rhabarber, Spinat, Mangold, die hemmt zum Beispiel diese Mineralstoffaufnahme im Darm. Okay. Und manches auch Getreide im rohen Zustand enthält auch bestimmte Enzyme sozusagen, die eben die Aufnahme von einigen Nährstoffen blocken können. Deshalb ist es auch häufig gut, Getreide zum Beispiel vorher einzuweichen oder eben auch zu kochen. Deshalb komplett nur Rohkost. Eher schwierig. Ja, also es ist durchaus ja auch ein bisschen risikoreich, wenn man sich da gar nicht informiert hat vorher und einfach anfängt, alles roh zu verzehren. Sollte man auf jeden Fall vorher nochmal vielleicht googeln, bevor man da ein bisschen wildere Produkte roh verzehrt. Genau. Ja. Also eine reine und strenge Rohkosternährung ist dann letztendlich in ihrer Lebensmittelauswahl extrem einseitig. Also das kann natürlich total abwechslungsreich sein, aber wenn es nur Rohkost ist sozusagen, das ist dann einseitig, weil ich gar nichts erhitze. Und da kann es eben schon zu Nährstoffmangel oder auch Gesundheitsstörungen führen. Also wir empfehlen sie nicht als Dauerkost, jetzt sozusagen komplette Rohkost. Also auch besonders gefährdet eben Menschen mit erhöhtem Nährstoffbedarf. Wenn ich jetzt schwangere, stillende, ältere Menschen, Kinder, dafür die ist das auch nicht empfehlenswert. Und was du eingangs schon gesagt hattest oder eben schon mal gesagt, angesprochen hattest, wenn ich Sportler bin, kann ich bei der Rohkosternährung, wenn ich dann doch wirklich bei der Energieaufnahme, da wird es kann es schwierig werden. Ja, also klar. Besonders wenn auch viele Kohlenhydrate rausfallen, dann ein bisschen schwierig dann gerade für uns LäuferInnen. Genau. Vielleicht da auch nochmal das Sonderthema vegane Rohkosternährung. Ich glaube, daher kannten sogar viele Leute damals den Trend, weil das tatsächlich irgendwie so dieses Raw Vegan, das war ja ein Trend für eine Weile. Ich glaube, jetzt gibt es nicht mehr so viele Leute, zumindest die auf Social Media und im Internet das jetzt groß befürworten. Damit gehen wahrscheinlich auch ziemlich viele Risiken einher, oder? Ja, also es gibt ja wissenschaftliche Untersuchungen, die schon zeigen, dass Rohköstler an sich bei der Zufuhr von vielen Nährstoffen nicht ausreichend versorgt sind. Mal abgesehen von der Proteinzufuhr, die ja auch für Veganer und Vegetarier wichtig ist, die Versorgung mit Vitamin B2. Vitamin D will ich mal so ein bisschen ausklammern, weil das immer so ein Vitamin ist, was in der Gesamtbevölkerung eher kritisch ist. Und natürlich bei Veganern dann das B12 und auch Calcium und Zink. Das sind wirklich sehr kritische Nährstoffe. Und wenn ich dann sozusagen Veganer dann noch oder beziehungsweise vegetarisch vegan Rohkost mich ernähre, dann habe ich gerade auch bei Calcium und Zink, kann ja eben wieder, wenn ich einzelne Lebensmittel in roher Form aufnehme, kann eben sozusagen die Aufnahme über den Darm gehemmt sein, auch gerade beim Zink. Da muss ich schon gucken. Da ist das Risiko durchaus höher. Also das würden wir so nicht uneingeschränkt empfehlen. Okay, schon mal gut, da deine klare Einschätzung zu haben. Okay, also Rohkost ist im Endeffekt auf lange Sicht wahrscheinlich nicht wirklich geeignet für die meisten Personen. Natürlich gibt es auch Vorteile, bestimmte Lebensmittel roh zu verzehren. Also bestimmte Vitamine und so sind halt besser verfügbar. Ja, aber wir kommen da, wenn wir sagen, reine Rohkost ist für mich schon sozusagen eher eine extreme Ernährungsform. Ja. Und ich sag mal, ich muss das muss ja mein Obst, Gemüse oder mein Vollkornprodukt oder irgendwas, ich muss sie ja nicht tot kochen. Sagen wir jetzt mal so. Ja. Also, aber so gegartes Gemüse zum Beispiel, leicht gegart oder nur angeschwitzt, lässt ja auch Spielraum für die kreative Zubereitung von verschiedenen warmen Speisen. Und je abwechslungsreicher ich dann esse, desto eher stimmt dann auch sozusagen das Nährstoffspektrum, was ich aufnehme. Ja, an der Stelle fällt mir auch ein, manchmal wird ja behauptet, dass
ja, das wird immer unterschiedlich behauptet, dass tatsächlich manchmal warme Lebensmittel oder warme Mahlzeiten sich auch positiv auf die Verdauung, auf den Magen-Darm-Trakt auswirken soll. Weißt du, ob da was dran ist? Gibt es dazu Studien? Das ist eher so, ja, das geht dann auch so ein bisschen in so chinesisches oder so alternative Ernährungsformen. Es ist jetzt nicht zwingend nötig, jetzt das Gericht als warm, also unbedingt warm aufzunehmen. Ich spreche jetzt wirklich als Ernährungswissenschaftlerin, rein physiologische Vorgänge ist das nicht nötig. Warm heißt ja nicht gleich Rohkost, sondern es ist einfach nur, ne, sozusagen, ja. Es ist ja ein zubereitetes Lebensmittel letztendlich, aber es muss nicht warm sein. Also du kannst ja auch Getreide, Gemüse kochen und es dann erkalten lassen und dann eben auch kalt essen sozusagen. Deshalb ist es nicht zwingend nötig, dass es warm sein muss. Aber viele Menschen empfinden eine warme Mahlzeit als angenehm. Es ist halt so ein bisschen auch, ne? So in die Richtung, unsere Körpertemperatur ist 37 Grad und dann so ein Essen, was eben warm wärmt von innen, oder viele kennen das ja auch von dieser heißen Suppe sozusagen. Du hast ja dann auch manchmal so Effekte, so der Körper kommt so ein bisschen in Wallung, so von man fängt so ein bisschen an zu schwitzen, nur das ist eben einfach angenehm, was Warmes zu trinken oder auch mal was Warmes zu essen. Ne, aber physiologisch gesehen ist es dann eher so, ne, die warme Suppe sozusagen ist dann ja die Flüssigkeit letztendlich oder das, ne, das Salzige oder der Mineralstoffgehalt, der uns letztendlich physiologisch gut tut, und die Flüssigkeit selber. Und ansonsten ist es bei den warmen Speisen letztendlich auch sozusagen der Speisebrei mit seinen Nährstoffen, egal ob ich den jetzt warm oder kalt verzehre, physiologisch macht das nicht so einen Unterschied. Okay, spannend. Das habe ich mich nämlich auch schon länger gefragt, was da eigentlich der Hintergrund zu ist. Ja. Okay, dann lass uns mal gerne weitergehen zu einer anderen Ernährungsweise, die man vielleicht auch tatsächlich eher so aus der Alternativmedizin kennt, die basische Ernährung. Also da wird ja eigentlich, werden Lebensmittel in basische, säurehaltige und neutrale Lebensmittel unterteilt. Dazu würde mich mal super gerne deine Einschätzung interessieren, weil das natürlich sehr debattiert wird. Ja, also vielleicht vorweg, damit Stoffwechselvorgänge im Körper richtig funktionieren, muss ein ganz bestimmtes Säure-Basen-Gleichgewicht in unserem Körper herrschen. Und bereits leichte Veränderungen in Richtung sauer verändern unseren Stoffwechsel und Hormonhaushalt ungünstig, was dazu beiträgt, zum Beispiel neben Stress und mangelnder Bewegung spielt auch Ernährung eine wichtige Rolle. Und bei dem, ne, sozusagen bei einem ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt. Und die Funktionen von Enzymen, Hormonen, die Reizweiterleitung von Nerven, der Stoffwechsel, also sozusagen auch der ganze, ich nenne es mal so, der Molekülverkehr in den Zellen. Also das wird durch ausgeklügelte Puffersysteme im Körper stetig geregelt. Und im Blut, in den Nieren, der Lunge und der Leber wird dafür dann gesorgt, dass die Balance auch stimmt. Das heißt, erstmal unser Körper muss und ist auch stetig in der Lage, das auszugleichen. Als gesund, ne? Ein gesunder Körper gleicht das aus. Und Schwankungen versucht der Körper eben durch die Puffer auch sofort auszugleichen. Und Säuren werden dann neutralisiert, um so die Ausscheidung zu ermöglichen. Und dafür die Säuren, für die Ausscheidung von überflüssigen Säuren mit dem Urin sind dann die Nieren zuständig. Und die müssen sozusagen bei einer dauerhaft säurelastigen Ernährung, komme ich gleich auch nochmal dazu, was ist das dann eigentlich? Dann, oder zum Beispiel, ne, da muss die Niere eben stärker arbeiten. Und wenn ich jetzt, man teilt das eben ein, dass man sagt, so ja, stark oder saure Lebensmittel sind eben wirklich eher so, ne, tierische Lebensmittel sind eher die fleischlastigen sind eher so in dem Säurebereich, also auch die ganzen Milchprodukte, ob Käse, Weichkäse, aber auch Fleisch, aber auch Erbsen, Linsen werden noch als schwachsauer eingeteilt. Dann gibt's so mittel bis stark sauer, also die ganzen Käsesorten, Edamer oder Hüttenkäse, aber auch dann natürlich Leberwurst, Salami, Haferflocken, Dinkel, Spätzle, Garnelen, Krabben, solche Geschichten sind dann eher auch schon, gehören zu den sauren Lebensmitteln. Stark sauer sind zum Beispiel sowas wie Parmesan oder auch Cheddar oder Schmelzkäse. Schmelzkäse ist ja auch so ein hochverarbeitetes Produkt, wie man sagt. Neutral sind eher so Lebensmittel wie die Öle, ne, die ganzen pflanzlichen Öle, Butter, Margarine,
Aber auch der raffinierte Zucker wird als neutral betrachtet, aber auch so Honig, Eis, Bitterschokolade, Kefir. Und ins Basische, da geht es dann wirklich eher wieder, da sind wir schon fast wieder bei der, ne, so von wegen pflanzenbasierten oder Richtung Rohkosternährung. Mhm. Also Schwachbasis, Äpfel, Melonen, Brokkoli und Pilze, Spargel, ne, die sind halt wirklich und starkbasisch sind halt auch wirklich grüne Gemüse, Spinat, aber auch so die ganzen anderen Gemüsearten sind eher so in den basischen Bereich einzuordnen. Ne? Also auch die gerade schon genannten grünen Bohnen, Auberginen, die ich jetzt nicht roh verzehren soll, aber auch der Salat, der Rosenkohl, das sind alles so eher die basischen Lebensmittel. Ja, also vor allem eben tierische Lebensmittel sind dann sozusagen das Problem, in Anführungszeichen. Ja. Also säuernd wirken proteinreiche Lebensmittel tierischer Herkunft, aber natürlich nicht nur Fleisch, Wurstwaren, Käse, Getreideprodukte, aber auch so phosphathaltige Getränke, wie zum Beispiel Cola-Limonaden, ne? So, ja. Ja, Alkohol wahrscheinlich auch. Alkohol auch, aber der hat dann aber wieder, der ist nicht unbedingt, durch die Säure, je nachdem, welchen Alkohol du trinkst. Aha. Also wenn das dann Wein ist oder so, bei Alkohol habe ich eher das Problem, dass der Ethanol, also der Alkohol, dann eben abgebaut wird zu bestimmten Stoffen, die dann eher den Körper belasten, jetzt nicht unbedingt basisch oder säurebildend. Und wirklich dieses Basenbilden, Ausgleichen sind eben pflanzliche Lebensmittel in größter Form, ne? Aber auch Kartoffeln Und ist es in irgendeiner Weise erwiesen, dass wir mit Lebensmitteln diesen pH-Wert im Körper richtig beeinflussen können? Richtig in der Hinsicht erwiesen so nicht, sondern das, was ich eben gesagt habe, dass die Stoffwechselvorgänge natürlich geregelt werden müssen und dass natürlich die Ernährung einen Einfluss hat. Dass ich aber wirklich direkt den pH-Wert damit immer beeinflussen kann, sozusagen ist natürlich, wenn ich mich jetzt extrem einseitig nur von Fleisch oder eben von diesen säurebildenden Lebensmitteln ernähre und das Gemüse und so komplett weglasse, dann kann es natürlich schon in Richtung sauer gehen und der Körper wird versuchen, das auszugleichen. Ne? Das ist das, wo ich sage, die Nieren sind dann stärker belastet, die müssen das dann eben puffern und ausscheiden. Studien in der Hinsicht gibt es nur, dass man sagt, es gibt Studien, die zeigen, dass bei einer säurelastigen Ernährung wohl die Knochengesundheit leiden kann, der Blutdruck steigt oder die Neigung zu Gicht zunimmt oder sowas. Ja, das ist aber wirklich, du verzehrst viele proteinreiche Lebensmittel, ob jetzt Wurstwaren, Milchprodukte etc. oder auch Getreideprodukte sind ja auch proteinreich, Hülsenfrüchte. Und das kann dann eben durch den Abbau der Proteine eben zum Beispiel, kann die Gichtneigung dann eher steigen. Mhm, aber dass du jetzt wirklich sagst, so, du beeinflusst zwingend den pH-Wert, das heißt, wenn du jetzt nur eine bestimmte Ernährung befolgst, das ist wissenschaftlich schwer nachweisbar, weil der Körper automatisch immer gegensteuert und immer versucht, ne, sozusagen esse ich mal mehr säurelastig, versucht das auszugleichen, esse ich mehr basenlastig, versucht das auch auszugleichen, um sozusagen nicht zu sauer, nicht zu basisch zu sein. Okay. Ich habe mich auch gefragt, wer diese Einteilung eigentlich so konkret vorgenommen hat, weil ich habe in manchen Tabellen tatsächlich Lebensmittel gefunden, die in anderen Tabellen als dann doch irgendwie das Gegenteil wahrgenommen wurden. Nicht bei den größeren Lebensmittelgruppen, da habe ich schon natürlich die gleichen Trends festgestellt, aber bei Einzelnen schienen sich dann die Leute doch nicht so ganz einig zu sein. Das hat mich etwas stutzig gemacht. Ja, das ist auch tatsächlich, also natürlich gab es da eben so verschiedene Konzepte, die von Säurebasenvertretern da entwickelt wurden. Und schon allein das, dieser Aspekt zeigt, dass es eben nicht ganz so einfach ist. Es gibt nicht wirklich nur schwarz und weiß. Und deshalb habe ich auch gerade schon gesagt, ja, was ist es denn, sauer oder basisch? Irgendwie stark, basisch, mittel, das ist manchmal schwer auch zu beurteilen. Also von daher, dass man sagt, so, also vermieden werden eben wirklich eher sowas wie Fleisch, Erbsen, Linsen, verschiedene Käse. Also wenn es eher so entweder ganz stark sauer oder ganz stark basisch ist, was auch sehr schwer einzuordnen ist.
Und was mir noch aufgefallen ist, dass es halt schon recht schwierig ist, glaube ich, den Proteinbedarf zu decken. Also, weil wir haben ja jetzt schon geklärt, irgendwie die meisten tierischen Lebensmittel fallen raus. Linsen werden aber auch als säurehaltig oder als säurebildend wahrgenommen. Glaubst du, man kann da ja den Proteinbedarf vernünftig mitdecken? Also wenn ich das wirklich ausgewogen betreibe, es ist ja nicht so, dass ich sage, wenn ich das nicht meide, wenn wir jetzt wieder diese Form nicht extrem, wenn ich jetzt diese Säure-Basen-Ernährung nicht so extrem angehe, sondern alle Lebensmittel zulasse und sage, okay, ich weiß, das sind jetzt eher die neutralisierenden Lebensmittel, die pflanzlichen, die esse ich sowieso. Und ja, ich esse auch die säurewirkenden Lebensmittel, aber eben nicht so viel. Das ist sowas, was wir auch sagen, esst nicht mehr so viel Fleisch oder ne, bei den Milch- und Milchprodukten reichen jetzt auch 2 Portionen. Bei den Eiern braucht ihr auch nicht so viel essen. Getreideprodukte, ja, sollten wir mehr verzehren, weil sie so viele andere positive Wirkungen haben. Aber da eine Balance zu finden, dann ist es völlig in Ordnung. Und dann wird man auch den Proteinbedarf decken können. Aber wenn man sagt, ich vermeide alle säurehaltigen Lebensmittel, dann wird es kritisch. Dann kann Protein wirklich ein begrenzender oder ein kritischer Nährstoff werden. Weil es gibt da ja auch diese Sonderform, ich glaube, des Basenfastens, wo Menschen vor allem aus, glaube ich, medizinischen Gründen für eine Weile wirklich versuchen, nur basenbildende Lebensmittel zu sich zu nehmen. Aber ich weiß nicht, ob du da mehr drüber weißt, ob es da wirklich einen erwiesenen auch medizinischen Nutzen gibt, ob das mal untersucht wurde. Also es gibt verschiedene Fastenformen, aber jetzt beim, ob jetzt Basenfasten oder sonst irgendwie, Es hat positive Auswirkungen letztendlich sozusagen auf Blutdruck, auf Stoffwechselparameter. Aber in der Hinsicht kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen, dass man sagt, so, das ist jetzt der Schlüssel allen, ja, oder ne, mit Basenfasten löse ich jetzt alle Probleme. Also das kann ich jetzt so, also, aber jetzt genau kann ich das jetzt nicht sagen, wie das jetzt im Einzelnen alles zum Basenfasten abläuft. Also das ist eine spezielle Form letztendlich. Ja. Okay. Und vielleicht auch nochmal so abschließend dazu, gibt es Personengruppen, die sich trotzdem eher vielleicht von dieser basischen Ernährung fernhalten sollten? Oder gibt es da jetzt keine per se wie Empfehlung? Also per se eine Empfehlung nicht, aber natürlich, wenn wir sind ja hier bei Achilles-Podcast und wir sind ja hier bei sportlich aktiven Menschen. Ja. Und da fällt mir dann so ein, dass man sagt, so, wenn ich eine Säurebasen, so eine Disbalance habe, was nicht im Gleichgewicht ist, kann natürlich auch zum Beispiel bei der Muskulatur eine Übersäuerung zu einer erhöhten Aktivität proteinabbauender Systeme führen, was den Verlust von Muskelprotein und mit dem Alter sozusagen, dass man sagt, so, da verliere ich an Muskelmasse. Also die Muskulatur, ne, durch Übersäuerung wissen wir alle, ist nicht besonders gut für die Muskeln. Also von daher würde ich das noch so als Effekt ansehen. Und für die Elastizität und Flexibilität des Bindegewebes, da ist natürlich, jetzt sage ich mal, bei einer sehr starken sauren Ernährung sozusagen, kann das eben auch die Geschmeidigkeit und Belastbarkeit der Knorpelsehnen und Bänder beeinflussen. Aber das ist wirklich sehr, das geht schon ein bisschen aus meinem Ernährungsbereich schon fast raus. Aber, und was ich schon sagte, diese chronische Übersäuerung, dass man sagt, auch Knochen, ne, dass das auf die Festigkeit der Knochen beeinflusst. Und eine stabile Knochenstruktur ist nicht nur für den Läufer, also es ist für jeden Sportler äußerst wichtig, gut funktionierende Binde- und Knorpelgewebe definitiv auch, ne? Und klar, und wenn ich Muskeln aufbauen möchte, komme ich um die Proteine einfach nicht herum. Klar, ja, genau. Na, aber es nützt mir halt nichts, mich proteinreich zu ernähren und mich nicht zu bewegen. Also ich kann mich nicht hinsetzen, die Proteine aufnehmen und nichts tun. Also genau, Muskelaktivität ist ganz wichtig, damit ich dann eben auch aus den Proteinen Muskeln aufbauen kann. Ja, unsere letzte Ernährungsform ist ja eigentlich so fast ein bisschen das Gegenteil. Die ist auf jeden Fall sehr proteinlastig. Das kann man auf jeden Fall sagen. Mhm. Und zwar geht es um Paleo. Das ist ja auch eine Ernährung oder auch Paleo-Diät manchmal genannt, die jetzt seit ein paar Jahren immer noch ziemlich im Trend liegt. Ich freue mich auf jeden Fall darüber ein bisschen noch zu sprechen, weil das natürlich auch eine, glaube ich, kontroverse irgendwie auch wieder Ernährungsform ist, die von manchen als sehr positiv, von manchen eher als problematisch wahrgenommen wird. Was ist denn da so die Grundidee? Warum wird das auch Steinzeitdiät genannt? Ja.
Ja, die Paleo-Diät geht von dieser Theorie aus, dass der Mensch oder der menschliche Körper noch heute genetisch auf die Ernährung der Steinzeit angepasst ist. Also wir sagen ja auch immer, unsere Gene funktionieren langsam und wir setzen unsere Gene natürlich einer rasanten Entwicklung aus, ne, die wir jetzt so in den letzten Jahrhunderten sozusagen gemacht haben, auch in den letzten Jahrzehnten, auch mit den Ernährungsformen. Und dementsprechend ist eine Ernährung auf Basis von so gesagt gesammelten Wildpflanzen, gejagten Wildfleisch, sei dann in heutiger Zeit auch der, ja, die Weisheit, ne, und, mhm, und die beste Ernährungsform sozusagen. Und das ist dann aber auch typisch, ist auch für diese Ernährungsweise viel Obst, Gemüse, aber auch viel Fleisch und viel Fisch, aber kaum Kohlenhydrate, weil in der Steinzeit hatte man ja noch nicht sozusagen den Getreideanbau so in der Hinsicht betrieben, sondern ne, da gab es eben eher so Wildpflanzen und solche Geschichten, aber eigentlich kaum Getreide und auch keine Milchprodukte. Ja, richtig. Ja. Hm. Und vielleicht auch an der Stelle ganz kurz, weil ich glaube, einige ZuhörerInnen könnte das vielleicht auch wieder an die ketogene Ernährung erinnern, die wir auch kürzlich hatten im Podcast. Was ist da dann der Unterschied? Vielleicht das nochmal vorab. Ja, da bei der ketogenen Ernährung ist durch die Umstellung auf eine sehr kohlenhydratarme und fettreiche Ernährung sozusagen den Stoffwechsel des Körpers zu verändern, sodass anstelle von Glucose, also Traubenzucker, letztendlich Ketonkörper aus dem Fettabbau zur Energiegewinnung genutzt werden. Und auf diese Weise soll das Körpergewicht reduziert und das Hungergefühl reduziert werden. Und Unterschied, ja, also ja, auch hier der Verzicht auf Obst und was heißt unter, also auch hier der Verzicht auf Obst und kohlenhydratreiches Gemüse letztendlich. Ja. Aber ansonsten ist es ja so, dass du, sagen wir mal so, bei der Paleo hast du ja trotzdem noch irgendwie, ne, Wildpflanzen, sozusagen trotzdem viel Obst und immer noch Gemüse letztendlich, was dann eben ein kohlenhydratreiches Lebensmittel wäre. Ne? Hm, okay. Und das sollst du eben bei der Keto-Diät dann eben auch eher meiden. Also die geht eben davon aus, dass du eben möglichst wenig sozusagen, ne, in, ja, diesen Bereich dieser Ketonkörper gehst. Genau. Ja, die Ziele, mhm, sind wahrscheinlich auch einfach unterschiedlich. Ja. Ne? Ja. Mhm. Okay, dann lass uns mal gerne die Vor- und vielleicht Nachteile von einer Paleo-Ernährung uns anschauen. Ja, ja, Vorteil, ja. Also, mhm, ich sag mal so, wahrscheinlich ist es eher so, dass, oder was heißt wahrscheinlich, also es kommt natürlich immer darauf an, was kaufen die Leute sich. Aber der große Anteil saisonaler und regionaler pflanzlicher Lebensmittel ist aus ernährungsphysiologischer Sicht positiv zu bewerten, beziehungsweise also wenn ich auch pflanzliche Lebensmittel verzehre, damit kann eine ausreichende Versorgung von Nährstoffen gewährleistet werden. Reichlicher Verzehr von Obst, Gemüse versorgt den Körper mit Mineralstoffen, Ballaststoffen, Vitaminen. Ich frag mich immer nur so, ja, also Wildpflanzen, klar, das ist ja heute auch, ne, dass du auch Wildkräuter und sowas wird ja immer wie mehr gesammelt und das kann man, stimmt, alles essen, so als Salate und sowas, das spricht auch überhaupt nichts dagegen. Und bei Gemüse ist es natürlich so, ja, heute wird Gemüse ja sehr stark angebaut. Was gab's früher? Gab's schon Wildspargel oder sowas, ne, dass man sowas dann gegessen hat oder so. Da finde ich es halt schwierig, diesen Transfer zu schaffen. So, was gab es denn da tatsächlich früher? Mhm. Also ansonsten bist du ja sehr eingeschränkt auf Beeren. Ich habe überhaupt nichts gegen Beeren. Ne? Johannisbeeren sind auch, oder die ganzen Brombeeren, die ganzen Beerenfrüchte sind super. Die haben viel Vitamin C, die sind ballaststoffhaltig, spricht überhaupt nichts dagegen. Und ja, und das, wie gesagt, wenn ich dann viel Gemüse, Obst dann noch mit dazu esse, versorgt das auch mit Mineralstoffen, Ballaststoffen, mit Vitaminen. So, jetzt bei Fisch und Fleisch, natürlich. Also, ne, dieses Paleo, also dieses fleischlastige, ob jetzt das Wildfleisch, wertvolles Eiweiß, aber auch dieser Verzicht auf industriell verarbeitete Produkte und letztendlich Zucker. Also ich esse eigentlich ja gar nichts, stimmt, so Zuckerreiches. Und das ist sicherlich, das hat auch diesen positiven Effekt, ne? Also, dass man dann sagt, ja, und günstig kann auch dann dieser Verzicht auf eben stark verarbeitete Lebensmittel sein, mit denen ja eben häufig eine zu hohe Zufuhr an Salz, Zucker, Fett einhergeht. Und ich da wahnsinnig viel Energie aufnehme und das bei der Paleo-Ernährung dann eben nicht habe. Stimmt, ja. Was können dann so die Nachteile sein? Also was mir da so natürlich auffällt, ist natürlich klar, der hohe Fleischkonsum, das ist vielleicht auch für die Umwelt jetzt nicht super, aber vielleicht stellt sich auch die Frage, ob auch eine
Steinzeiternährung unbedingt das Gesündeste ist. Also ich finde die Theorie wahrscheinlich anfechtbar, dass unsere Vorfahren in der Steinzeit die gesündeste von allen Ernährungen auch zur Verfügung hatten. Das ist ja nicht unbedingt bewiesen, oder? Nee, richtig. Also eine grundlegende Schwäche dieser Ernährungsform ist wirklich diese einseitige Betrachtung auf Basis der Genadaptation sozusagen. Ernährungsverhalten wird ja nicht nur durch die Genetik geprägt. Also nicht nur Genetik beeinflusst sicherlich auch unsere Ernährung ein bisschen, aber der Effekt wird häufig dann doch zu hoch eingerechnet. Also es ist ein komplexes Feld aus gesellschaftlichen, sozialen und individuellen Faktoren. Also von daher ist die Ernährungsform schon so ein bisschen, ja, schon sehr krass. Und Nachteile, wenn wir sie jetzt nennen, ja, das erfordert einfach eine sehr restriktive Lebensmittelauswahl. Also keine Milchprodukte, keine Hülsenfrüchte, keine Getreideprodukte. Da ist das Risiko für eine einseitigere und defizite Ernährung schon höher. Also der Verzicht auf Getreideprodukte sind viel weniger Ballaststoffe. Ne? Das habe ich eben über die hohe Fleischzufuhr nicht. Und das Protein wird kein Problem sein. Da kann ich auf Hülsenfrüchte und Getreide und sowas verzichten. Aber ein hoher Verzehr tierischer Produkte auch dann eher ungünstig. Einerseits für Gesundheit, natürlich auch für die Umwelt, finden ja heute, wir sind ja auch mehr bei nachhaltigerer Ernährung. Mhm. Aber tendenziell liegt eben ein hoher Protein- und sehr niedriger Kohlenhydratanteil zugrunde. Und es ist noch nicht, also es ist auch nicht klar, wir haben ja auch eine Proteinleitlinie derzeit in Erarbeitung. Und es ist tatsächlich noch nicht so klar, wie sich der hohe Eiweißkonsum langfristig auf die Funktion von Niere und Leber auswirkt. Also bei der heutigen Vollwertkost liegt der Proteinanteil bei ungefähr 20% empfehlen würden wir ja nur sozusagen so 0,8 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht, da bist du eigentlich nur bei 10-12% Protein. Die Paleo-Diät empfiehlt mindestens 30-40% Proteinanteil. Da weiß man jetzt noch nicht so genau, also es ist dann auch eher wieder so, da sind wir auch wieder bei den säurebildenden Lebensmitteln und sehr stark proteinhaltig. Aber jetzt mal davon abgesehen, natürlich kann ich auch qualitativ hochwertiges Fleisch essen und es gibt auch zum Beispiel das Wildfleisch, wenn ich das verzehre, hat zum Beispiel häufig etwas weniger Cholesterin als zum Beispiel das Rindfleisch herkömmliches Schweinefleisch. Das können so Vorteile sein und natürlich hast du die Vorteile mit Zink und Magnesium und B-Vitamine, B12, also wird super sein bei einer Paleo-Ernährung, da hat man dann eben da weniger. Es ist aber eben mehr so eine einseitige Form und von daher grundsätzlich gilt da auch wieder, je stärker die Lebensmittelpalette eingeschränkt wird, desto schwieriger wird es dem Körper, alle Nährstoffe in ausreichender Menge zu bieten. Und wer die Paleo-Kost dann ausprobieren möchte, der sollte einen guten Ernährungsplan haben. Also sollte wirklich gucken, dass er auch alle Nährstoffe ausreichend zu sich nimmt. Also da muss man schon so ein bisschen gucken. Ja, auch ich glaube, gerade als Ausdauersportlerin wird es ein bisschen schwierig, gerade zum Thema Kohlenhydrate. Vielleicht als Kraftsportler vielleicht sogar gar nicht so sehr, weil natürlich, wie du meintest, sehr hohe Proteinzufuhr gewährleistet ist. Aber ja, ich glaube, für die meisten LäuferInnen wahrscheinlich jetzt nicht so perfekt in der Umsetzung. Also für LäuferInnen und ich sag mal gleich Ausdauersport sind Kohlenhydrate wirklich, also ich kann darauf nicht verzichten. Und ich meine, natürlich ist der Körper in der Lage, eben auch anderen Nährstoffen sozusagen den Traubenzucker herzustellen. Das ist einfach ein lebensnotwendiger Erhaltungssystem, weil unser Gehirn ist auf Glucose, Traubenzucker angewiesen und der Körper schafft es auch aus Fett oder Protein, das umzubauen in gewisser Art und Weise, aber das dauert, das kommt natürlich auch nicht. Und für einen Ausdauersportler ist es ja auch wichtig, sozusagen die Energie sofort zur Verfügung zu haben. Und das kann ich eben mit den proteinreichen Lebensmitteln dann nicht so gut. Und da muss ich dann schon viel, entweder muss ich ganz viele Beeren essen, Gemüse essen. Da wird es dann wirklich schon schwierig mit der Lebensmittelauswahl. Also, Stimmt. Ja. Also die bisherigen Studien, die zeigen zwar, dass ich mit einer Paleo-Ernährung eine adäquate Zufuhr an Energie und Nährstoffen erreichen lässt. Aber es fehlen auch längerfristige Studien zu den gesundheitlichen Auswirkungen. Also die Ernährungsweise würden wir nur mit Einschränkungen empfehlen. Also da sollte man Okay, ja. Aber es gibt ja auch immer wieder diesen Claim, dass die Steinzeit-Diät
auch wirklich vor so Zivilisationskrankheiten schützen kann oder soll. Das wird dann immer auch so als ja großer Vorteil mit genannt. Aber dazu gibt es jetzt kein klares Ja. Ist nicht eindeutig wissenschaftlich nachgewiesen. Okay. Ne? Das liegt uns einfach nicht vor. Okay. Also ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass man aus vielen dieser Ernährungsformen durchaus auch so ein positives Grundkonzept ziehen kann, aber es dann immer, sobald es in die radikalere Richtung geht, problematisch werden kann, was jetzt die Nährstoffzufuhr betrifft. Das wäre so, ich glaube, mein Fazit aus dem Ganzen. Das stimmt, ja. Also ne, ja. Klar, also auf jeden Fall, ich glaube, so in Richtung, wir machen nichts verkehrt, wenn wir uns pflanzenbasiert ernähren, also wirklich ne, viel Gemüse, viel Obst, viel Vollkornprodukte verzehren, durchaus auch ne, einen gewissen Anteil an tierischen Lebensmitteln, auch unter nachhaltigen Aspekten heute ja noch in Ordnung zu sagen, so einen gewissen Anteil an Fleisch und Fisch und so und Milchprodukten ist völlig in Ordnung. Also am besten ist wirklich so, ja, ich sag mal, möglichst abwechslungsreich zu essen, ne? Dass man möglichst viele Nährstoffe aufnimmt. Und klar, beim Sportler immer, wir sind jetzt hier bei den Läufern, da müssen wir natürlich immer auch die Kohlenhydrate im Blick haben. Und ansonsten gilt ja auch für Sportler auch, also jetzt auch nicht zu eiweißlastig und auch da im gesamten Sport nicht zu extrem. Also da muss man eben auch genauso gucken, ne? Dass es irgendwo ausgewogen ist. Und natürlich gibt es jetzt, sagen wir so, für Hochleistungssportler oder für Marathonläufer sicherlich nochmal andere Ernährungsempfehlungen und dass die auch vielleicht mal einen Kohlenhydratdrink oder einen Eiweißdrink zu sich nehmen, weil sie gerade in der Belastungsphase ganz schnell eben Energie benötigen. Es steht aber sicherlich auf einem anderen Blatt Papier als die ausgewogene Ernährung allgemein. Ne? Das sag und mit vielen naturbelassenen Lebensmitteln möglichst oder mit vielen unverarbeiteten Lebensmitteln sozusagen sich zu ernähren, kann man sicherlich nichts falsch machen, will aber auch nicht verteufeln, dass man jetzt sagt, so jedes verarbeitete Lebensmittel ist nicht von Grund auf schlecht. Richtig, es, ja. Ne, also immer dieses, die Dosis macht das Gift sozusagen oder ne, ist ja immer tatsächlich auch entscheidend, wie viel esse ich davon. Und ich sag mal so, ich denke, dass es auch völlig in Ordnung ist, auch mal ab und zu eine Süßigkeit zu verzehren oder eben wirklich auch mal ein verarbeitetes Lebensmittel. Die bringen uns auch Vorteile, wenn wir mal nicht so viel Zeit haben, ne, wenn irgendwie was oder was tiefgefroren ist. Also ist ja auch schon verarbeitet. Und ich kann, ja. Ne, und wie soll ich jetzt zum Beispiel, wir haben halt nicht das ganze Jahr über Beeren oder sowas zur Verfügung. Da muss ich ja schon mal auf Tiefgekühltes zurückgreifen, wenn ich jetzt nicht wirklich nur gucke, mich saisonal und regional zu ernähren. Ja, da kann man ja auch sehr dankbar sein, dass wir heutzutage die Möglichkeit haben, tiefgefrorenes Gemüse oder Obst natürlich auch darauf überhaupt Zugriff zu haben. Da kann man schon das Beste, glaube ich, draus machen, ja. Genau. Also insgesamt darauf zu achten, was esse ich eigentlich, wie, ne, so von wegen, ist es auch wirklich, ist es nicht einseitig, ist es ausgewogen, ist es abwechslungsreich? Ich glaube, da hat man schon ganz viel mitgetan. Es kann sich, ich glaube, nicht jeder kann sich so viel Gedanken um Ernährung machen. Also viele tun das, es ist ja auch löblich, weil ich sage immer, Ernährung ist unser Benzin, für das es sich ja auch lohnt, ein bisschen mehr zu investieren. Ne? Warum soll ich da bei dem Rohstoff oder sozusagen sparen? Oder ist wichtig, dass wir uns gut ernähren auf jeden Fall. Ne? Aber das geht eben auch mit wirklich vielen, auch mit kostengünstigen Lebensmitteln, ne? Gerade so Hülsenfrüchte, Getreideprodukte zum Teil gar nicht so teuer sind. Obstgemüse ist teurer geworden, ist jetzt so, leider. Aber genau. Ja. Ja. Aber man muss nicht zwingend viel Geld ausgeben. Das ist aber bei Paleo zum Beispiel, ne? Eine fleischlastige Ernährung ist eben doch auch durchaus sehr teuer. Ja. Besonders Wildfleisch, ja. Ja, genau. Ja. Ja, das war super erleuchtend. Du hast mir da auf jeden Fall sehr viele Fragen heute beantwortet. Deswegen nochmal vielen lieben Dank für deine Zeit und dein Fachwissen. Hat mir auf jeden Fall sehr großen Spaß gemacht und ich hoffe natürlich dir auch ein bisschen. Ja, super. Vielen Dank, Elliot. Also komplexe Thematik und sehr. kann man sehr bestimmt noch ganz viel zu sagen, aber ich hoffe, glaube ich auch. Ne? Genau. Man sollte sich nicht zu sehr den Kopf zerbrechen und nicht, ne, wirklich nicht in die zu radikal sein und dann ist man, glaube ich, schon auf einem guten Weg. Ja, auch als Sportler. Ja, habe ich heute auf jeden Fall mitgenommen. Ich denke, unsere HörerInnen da draußen auch. Hast du vielleicht noch irgendwelche Infos, die sie sich irgendwo abholen können im Internet? Hast du da irgendwelche Empfehlungen im Internet für die?
Ja, wir haben natürlich als Deutsche Gesellschaft für Ernährung auch eine Webseite www.dge.de. Da könnt ihr gerne mal gucken. Wir haben auch zum Thema Sporternährung, insbesondere sogar für Hochleistungssportler, gibt es da auch Empfehlungen. Es gibt Empfehlungen allgemein zu gesunder Ernährung. Also wer sich interessiert, kann gerne mal bei uns auf der Webseite vorbeischauen, ob für Sportler oder Nicht-Sportler. Wir haben für beide Gruppen auf jeden Fall was für eine ausgewogene Ernährung zur Verfügung. Ja. Ja, fantastisch. Das, liebe Hörenden, findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes dieser Folge. Danke euch, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid und uns zugehört habt. Uns interessiert auch eure Meinung zu dem Thema natürlich. Deshalb schreibt uns doch gerne mal, ob ihr eine der Ernährungsweisen schon ausprobiert habt, auf Instagram unter achilles.running. Ansonsten lasst uns gerne ein Abo da, gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund und keep on running.